So. Tut mir leid wegen der Verspätung. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt ein schönes Wochenende gehabt. Hoffe ich jetzt mal. Warum ich Verspätung habe? Ich war noch vorher draußen und hab noch schnell was gegessen. Wegen dem hat sich das ein bisschen gezogen. Aber ja, jetzt fangen wir an. Warten wir nicht noch länger. Okay, der Stream läuft. Okay, sehr gut. Sehr nice. Let's go. So. Wir müssen ja nicht mehr viel erledigen. Ich habe was sehr Wichtiges gesehen. Und das machen wir jetzt als... wir können als erstes schnell... Richtung Einklangspassage gehen, damit wir das schon abgeschlossen haben. Aber dann müssen wir was anderes noch machen. Ich bin so enttäuscht, dass wir das nicht gefunden haben. Wir waren dort. Okay. Ich muss noch schneller machen. Ich will meinem Pokémon etwas Leckeres zu essen geben. Okay. Gab es nicht irgendwo, wo man Essen macht? Ah, okay. Ja, okay. Wir machen Bar. Nice. Auf zur Bar. Ja, super. Das Pokémon von Agatha hat richtig gut ausspannen können. Okay. Agatha hat sich sehr gefreut. Die Beliebtheit von Bar Janusz ist um 75 gestiegen. Oh, Rang 2. Nice. Wurde renoviert. Geil. Und die Beliebtheit ist wieder erhöht worden. So. Okay. Ich bin ein großer Fan von dir. Warum lese ich das auch immer? Ich will dorthin gehen. Du weißt schon, dorthin halt. Oh mein Gott, hä? Ah, Justin, hallo, hallo. Geht's gut? Bis jetzt gutes Wochenende gehabt? Okay, er hat gerade einen Satz gesagt. Ich habe ja die Liste abfotografiert. Oder ja, einfach einen Screenshot gemacht. Schau jetzt noch schnell wegen dem Kommentar. Aber ich muss gleich schnell aus der App raus. Ich mache es jetzt schnell. Dauert ja nicht lange. Okay, wo ist diese Liste? Okay, er hat irgendwas mit dorthin gesagt. Du weißt schon, wohin, dorthin. Ah, okay, Geschäft mit männlichen Kassierer. Okay. Wow. Dass es nicht übelst offensichtlich war. Okay, dann gehen wir auch wieder zur Bar Janus. So. Okay. Super. Perfekt, genau hierhin wollte ich. Okay. Und um 45. Okay. Nice. Okay, hier kommt eine Person noch. Welch tolle Einkaufsstraße. Nimm mich mit zu dem Laden, den du empfehlen kannst. Oh Gott, jetzt muss ich das nochmal. Okay, ich schaue nochmal. Jo, mir geht's gut. War die letzten Tage nicht dabei, weil ich viel mit der Schule zu tun hatte. Und wie geht's dir? Ah, kein Problem. Man muss ja auch nicht immer hier sein. Hier kann man kommen und gehen, wie man will. Aber hoffe, du hast jetzt die strengen Tage hinter dir. Mir geht's gut, danke. Normal halt. Bin noch nicht so lange wach, war vorhin noch schnell in der Stadt. Also, eigentlich tipptopp. Jetzt muss ich schnell wieder den Kommentar nachsehen. Oh Mann, ist ein bisschen nervig. Welch tolle Einkaufsstraße.
Ja, Zontast hätte ich noch länger suchen können. Welch tolle Einkaufsstraße. Beliebiges Geschäft. Ja, ist auch gut. Hätte ich einfach random irgendwas nehmen können. Okay. Ja, wenn es beliebiges Geschäft ist, machen wir wieder bei Janus. Fliegt mir noch die Zigarette fast runter. Risky. Überall Asche. Oh no. Okay. Was für ein tolles Geschäft! Alena hat sich sehr gefreut. Die Beliebtheit von Bar Janus ist um sie. Warum kommen jetzt so komische Zahlen? Super! Es gibt da dieses Geschäft, das ich ganz besonders mag. Willst du vorbeischauen? Dazu sage ich nur, wa? Schau unbedingt mal rein. Ah, zu Händler Schorn. Oder Schorn. Grinst übers ganze Gesicht. Okay. Hä? Übelst mies. Oh, wir haben jetzt schon Rang 4. Okay, das ging jetzt relativ noch flott gegen Ende. Diese Passage ist nun als gewöhnliche Passage bekannt. Oh, da ist ja der Besitzer. Schnell, Dreamers, auf zu deinem Büro. Stand jetzt irgendwie auch immer wieder. Okay. Vielleicht kommen jetzt noch mehr Leute. Ich möchte spazieren gehen. Wenn es ein Geschäft mit einer netten Kassiererin gibt, will ich es besuchen. Okay. Händlerin Joanne. Joanne, let's go. Jetzt bekommt sie ihre Punkte. So. Sogar 75. Nice. Hat jetzt noch jemand? Ich glaube, wir haben jetzt alle. Ja, es kommt ja niemand mehr. Ja, nice. Okay. Auf ins Büro. Kommt jetzt sicher irgendwas. Okay, der Big Boss ist hier. Und Harmon ist auch da. Hallo, hallo. Geht's gut, Harmon? Wie weit bist du mit der Story? Ich habe fertig gespielt. Also, wir haben jetzt gestern die Superangel bekommen. Und jetzt fange ich noch die restlichen Legendären ein. Mache noch den unterirdischen Tunnel. Und dann noch ein paar Routen haben wir offen und dann sind wir fertig. Und dann und dann und dann, ja, meine Wortwahl wieder. Also relativ zügig vorangekommen, auch mit. Ich weiß nicht, ob du da dabei gewesen bist, als ich diesen Fehler gemacht habe, wo ich irgendwie eine Stunde nochmal, ja, aufholen musste, weil ich, ja, in einen Doppelkampf geraten bin und zwei Pokémon gleichzeitig besiegt worden sind. Boah, war ich lange nicht mehr da. Wie war es deiner Meinung nach? Ja, normal. Es war nicht gerade herausfordernd. Vor allem die Liga haben wir übelst gut durchgerusht. Außer Eugen. Eugen war ein bisschen nervig, aber die Story her kannte ich halt schon. Ich habe halt früher schon jedes Spiel gespielt. Es ist halt einfach. Ich habe bei den alten oder bei den anderen Spielen, Pokémon-Spielen, die wir jetzt schon gespielt haben, habe ich viel mehr Nostalgie als zu diesen zwei, die wir jetzt zuletzt gespielt haben. Und es halt dieser Charme geht halt ein bisschen verloren. Aber ich finde es nice. Es war gut. Nee, da war ich nicht da. Ja, eben. Ich war bei der Siegestraße. Hab mich gefreut. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Trainer und dann. Eine Stunde Spielstand einfach weg. Einfach wieder alles neu. Kannst du kurz dein Team zeigen? Hab's gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, ich zeig's dir nach der Cutscene. Wie ich sehe, legst du dich ganz schön ins Zeug, Dreamers. Ich habe heute ein Geschenk für dich. Und zwar habe ich einen neuen Assistenten angeheuert, der dir bei deiner Arbeit helfen soll. Autsch, ich bin Eletia? Bitte sprich mich an, wenn du möchtest, dass ich deinen angeschlagenen Pokémon ein erholsames Päuschen verschaffe. Gib auch weiterhin dein Bestes. Okay, Alitia. Hi, meine Pokémon. Let's go.
Also, es hat sich nicht viel geändert. Wir haben immer noch die genau gleichen. Ich habe ja von Anfang an, habe ich gezielt mein Team, was ich schon haben wollte, habe ich ja zusammengesucht. Und seitdem habe ich es nicht gewechselt. Ah, doch, okay. Wir haben schnell das schwarze Kyurem gegen Bismarck ausgetauscht, aber das war auch nur kurz, weil wir sehen wollten, wie Kyurem so stark ist. Es war schon stark, aber irgendwie der Typ Vorteil ist, also mehr ein Typ Nachteil. Ist ein bisschen ärgerlich. Einfach eine Kampfattacke und dann ja, hat schon Probleme. So. Jetzt, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich das. Oh, sorry. Sorry, Hamon, ich habe auch deine Nachricht übersehen. Danke, mir geht's auch gut. Nice, das freut mich. Gestern noch allzu spät geworden oder gestern bisschen früher ins Bett gegangen. Und selbst wie immer, mir geht's auch gut, danke. Halt normal einfach. Wow, krasse Level waren die vor der Liga schon so krass. Wenn ja, kein Wunder, dass du so durchgerusht bist. Ja, wir haben ja auch alles gemacht. Also wirklich alles. Wir sind jeden Trainer aufsuchen gegangen. Oh Mann. Wir lassen einfach niemand in Ruhe. Oder haben niemand in Ruhe gelassen. Aber wir haben einen riesigen Gegner, den wir ge gestern? Ja, gestern haben wir den nicht besiegen können. Und das war Akromas. Nur weil er ein Rotom einsetzt. Das Rotom ist so ärgerlich. Okay. Es muss irgendwo hier sein. Ich glaube, ich sollte wieder Top-Schutz aktivieren. Oder kann man dort nur hingehen, wenn es. Wow, warum laggt es so? Es hat jetzt gerade übelst nicht gut geklungen. Wenn du zu der Höhle, Hölle willst, musst du runter und dort. Ah, Höhle, okay. Bin früher ins Bett gegangen, aber bin sinnlos um 5 Uhr morgen früh aufgestanden, hab dann versucht weiter zu. Oh Gott, das kenne ich allzu gut, wenn man irgendwann so ganz früh am Morgen aufwacht. Aber hast du einschlafen können? Weil bei mir ist manchmal, sobald ich aufstehe, ist es gelaufen, kann ich nicht mehr einschlafen. Dann muss ich. Bin ich gezwungen, den Tag zu starten. Ist ein bisschen nervig. Ah, oh mein Gott. So Dump. So Dump. Wir sind einfach bei diesem Stein nicht durch, weil ich dachte, das ist versperrt. Oh mein Gott. Was ist heute los? Höhle, ja. Konnte noch pennen. Ah, gut, ah, gut. Wenn schon das. Wenn schon das. Ja, wenn es eben. Ah, oh mein Gott. Wir waren so nah. Na, Mann. Hat sie hier sonst noch was? Nein, es ist nur wirklich diesen. Oh, das ist doch. Ey. Was hat's heute für Probleme? Die Musik kennt man auch von überall her. Nanu, wenn das mal nicht Dreamer ist, warst du nicht gerade noch in der Avenizia City? Es wundert mich kaum, dass dich dieser Ort interessiert. Schließlich bist du der Besitzer eines Pokédex. Ja, trotzdem, irgendetwas hat dieser Ort hier an sich. Es lässt sich kaum in Worte fassen. Okay. Fee! Selfe! Ri! Vesprit! Tor! Und Torboots! Selfe ist irgendwohin davon geflogen. Vesprit ist irgendwohin davon geflogen. Und Torboots ist irgendwohin davon geflogen.
Diese drei Pokémon sind Selfie, Vesprit und Horbutz. Man sagt, sie haben uns Wissen, Gefühle und Willenskraft gegeben. Ich frage mich, wo sie wohl hin sind. Weißt du was, Dreamer? Du solltest einen erkunden und dich dabei auf die Suche nach den dreien machen. Danke, nachdem dass wir das zweite Mal schon erkundet haben. Danke. Wir waren hier. Wir haben die erste Region haben wir versucht komplett zu erkunden. Natürlich, genau diesen Ort, der ja eigentlich wichtig wäre, genau diesen Ort verpasst man. Genius einfach. Ich habe das auch gestern nur per Zufall herausgefunden, weil ich nachgeschaut habe, was alles eigentlich für legendäre Pokémon hier gibt. Wir werden hier noch einige finden. Ich muss dann auch noch einen Code irgendwie suchen. Hä? Warum kann man nicht nach Avenizia reisen? Wir waren doch gestern dort. Egal. Okay. Ich weiß zum Glück schon die Standorte, weil das wäre dann nervig, nochmal alles suchen zu müssen. Weißt du über Vesprit, Torbutz und Selfie in dieser Gen Bescheid? Ah ja, ja, Justin, ich frage immer. Ich frage immer, muss nicht immer so nachfragen. Die sind an bestimmten Orten, also keine... Ja, ja, ja. I know. Ah, jetzt sind wir gerade in falscher City. Genius. Wir müssen natürlich zum Museum gehen. Ja, ich sag jetzt nicht alles. Dieser Ort ist irgendwie nervig bei der Karte. Das haben wir ja schon bei der letzten Edition gemerkt gehabt. So. Irgendetwas kommt dir hier komisch vor. Die Gegend untersuchen. Ja. 11. 12. Also Selfie kann wirklich gut zählen, muss man sagen. 11. Okay. Oh, die Pokémon waren nervig in der Sinnoh-Region. So, wir machen ganz einfach. Meisterball. Nein, Spaß. Wir machen aber Luxusbälle. Und Mass. How dare you? Oh nein. Das ist ja eine Psycho-Pokémon. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo man speichern muss. Oh no, schon wieder. Wetter ist schön, wie ich sehe. Ja, es geht so. Also es ist ein bisschen windig, aber... Vorhin, als ich draußen war und halt kurz die Sonne hervorkam, war es instant heiß. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht, ob er am Schluss ihn besiegen wird. Es ist zwar also nicht so effektiv. Ich hoffe, er trifft nicht fünfmal. Also diesmal wäre mir wirklich recht, wenn er zweimal... Close, okay. Vesprit, Selfie, du bist so... okay, ich hab schon verkackt. Ich glaube, das Pokémon will gar nicht zu uns kommen. Ah, ich glaube, Justin hat das auch nicht mitbekommen. Aber Harmon, ich glaube, du warst dabei. Ich habe einfach Zekrom und Kyurem mit einem Luxusball eingefangen. Vor allem Kyurem einen Ball geworfen, eingefangen. es ist einfach so gut, so gut. Oh Mann, Luxusbälle sind einfach irgendwie... Overpowered? Okay, jetzt auch nicht immer. Bei Heatran hat es nicht funktioniert. Da war ein Finsterball viel besser. Ja, ja, wirklich. Ja, jetzt gehen wir mit Symbolara dahinter. So. Ja, ja. Was? Ich bin enttäuscht. Es heißt Hyperball. Hyper, nicht Pocke.
Ja, okay, es sind eigentlich alles Pokébälle. Es ist ein Hyper-Pokéball. Einfach abgekürzt, klingt es besser. Ach komm. Wenn man jetzt zum Luxusball wechselt, dann bewegt es dreimal sicher. Ja, okay, es hat noch gar nicht dreimal bewegt. Anfangs nur einmal. Ich habe eine Idee. Wir machen die gute alte weiße Edition-Taktik. Wir setzen Blitz ein, bis es ganz komplett blind ist. Ja. Erblinde, Self, erblinde. Manchmal. Okay, wir haben dreimal eingesetzt und von der letzten Herangehensweise wissen wir noch, dass man es sechsmal einsetzen kann. Okay, noch zweimal. So, jetzt noch einmal. Ja. Ja, unser teuflischer Plan ist eigentlich übelst mies. Aber Self hat ja eh eigentlich immer die Augen zu, also bringt es eigentlich gar nicht. Sieht eigentlich wahrscheinlich durch die Psychokräfte. Oh! Okay, ja. Ich glaube, das war eher Luck, dass wir mit den Hyperbällen so gut, mit den Luxusbällen so gut einfangen konnten. Ist einfach so schlecht. Naja, Luxusbälle sind krass, ja. Es sollte ein Pokéball geben. Der ist am Oh no. Oh Mann, das war jetzt so wie Kommentare mehr anzeigen, wo man noch nicht die Pointe sieht. Oh Mann. Ja, okay, ich kann es immer noch nicht sehen. Wird wahrscheinlich auch nie funktionieren. Das ist wirklich ein Zungenbrecher. Ach komm schon. Ey Selfie. Im Luxusball hat's ein Swimmingpool. Es hat ein Spa. Es hat eine Sauna. Ein Sportfeld. Du hast alles, was du brauchst. Außer Freiheit. Sieht so komplett ab. Oh Mann. Ich weiß schon, warum sie flüchten wollen. Komm schon. Okay, jetzt. Aber war knapp, ja. Sehr close. Es ist Zeit für ein Timerball. Okay, der war noch schlechter. Come on. Heilball. Ich mach mal ohne. Okay. Was? Ja, okay, ich dachte auch damals. Ja, komm, wir machen Just for Fun. Luxusball. Oh. Dachte schon. Ja, komm. Okay, gut, wir haben Selfie. Okay. Als Selfie flog, erlangten Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Es war die Geburt des Wissens. Genau. Wegen einem Pokémon. Es fliegt so über den Himmel und plötzlich alle... Ah, jetzt habe ich die Lösung. Genau. Okay. Jetzt ist übelst nervig. Wir müssen wieder dorthin. Und ich habe gestern mich so gefreut. Ja, endlich haben wir die Route abgeschlossen. Nie mehr, nie mehr. Aber ich weiß nicht genau. Ich habe gestern irgendwas gelesen mit einem Felsen, der alleine steht. Da gehen wir jetzt mal hin. Also ich nehme mal... Ich hoffe, ich bin nicht...
Ich bin gerade verwirrt. Das war jetzt kein Züchter. Warum hat er uns angegriffen? Kann es sein, dass ich irgendwie einen falschen Spielstand geladen habe? Habe ich irgendwie einen falschen Spielstand geladen? Jetzt müssen wir dann nochmal diese Route machen. Ey, das wär's. Das wär's jetzt. Das wär's jetzt wirklich. So gegen Ende müssen wir es einfach nochmal. Oh man. Wegen dem ist vielleicht Avenitia nicht aufgedeckt. Ich mach schnell. Hier ein Safe State. Ich glaube, ich habe den überschrieben. Ja. Den habe ich überschrieben. Wenn es jetzt wirklich mit ihrem Trainer so ist. Okay, die hat. Nein. Warum passiert das uns immer? Warum passiert das mir immer? Ah, Mann. Das ist aber falsch. Das Turbus ist auf der Route vor der. Ja, dann ist halt Westbrit. Ich. Spielt ja keine Rolle, wer genau, also ich habe einfach sicherstellen wollen, ob das überhaupt wirklich die richtige Route ist, sonst mache ich ja die Route für nichts, aber anscheinend müssen wir die Route so oder so machen. Wenn schon, muss ich niemanden vorlesen. Zwar, das heißt eigentlich, dann machen wir einfach den Weg bis Avenitia. Und dann machen wir den Rest sonst noch. Dann haben wir aber auch nicht Heatran. Nein. Ach komm schon, jetzt ist einfach der ganze gestrige Stream für nichts gewesen. Ich spiele jetzt gerade so nicht mit Taktik. Ist mir gerade komplett egal, ich bin einfach nur geschockt. Und Westbrit ist auch woanders. Okay, wait, what? Gut, sagst du das? Hä? Westbrit habe ich doch gestern nachgelesen, dass es bei dieser Route war. Sonst habe ich mich ja nicht für nichts aufgeregt, oder? Ja, klar, bei Westbrit irgendeine Firma. Mhm. Okay, wartet. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Schon instant keinen Bock mehr weiter zu zocken. Oh man. Ist das einfach unnötig? Turm des Himmels. Oh man. Hä? Was habe ich denn dort gelesen? Ja, ja, schau schnell. Das ist jetzt auch schlau gewesen. Oh Mann, ey, so schnell kann man salty werden. Ich war vorhin so gut gelaunt. Ich raff es nicht. Ich speichere gestern extra ab. Ich mache hier einen Speicherpunkt. Und es nimmt dann nicht auf diesen Speicherpunkt
Also nimmt es keine Rücksicht. Es geht irgendwie auf das andere vorher. Macht Sinn. Macht Sinn. Wie immer. Oh, so dumm einfach. Das heißt, wir haben nicht gegen Akromas verloren. Und auch das Laggen ist heute übelst scheiße. Oh, sollte es einfach real. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas bekommen. Jetzt haben wir wahrscheinlich den Punkt, um hier hinzureisen. Ah, doch, ja. Schnell heilen, komm. Ich hasse so schlimm Wiederholungen. Es gibt nichts Schlimmeres. Das hat sich auch so eingebrannt in meinem Gedächtnis. Ich habe das bis heute, weiß ich, wie schlimm das Gefühl war, wenn irgendwie bei Pokémon oder generell einfach der Speicherstand nicht richtig gesaved hat oder ja, man hat vergessen oder der DS ist leer gegangen oder generell. Es ist einfach so ärgerlich. So, yay, nochmal das genau gleiche, was wir gestern schon mal gemacht haben. Aber jetzt machen wir einen anderen Weg. Jetzt kacken wir so richtig auf diese Route. Heatran kommt jetzt wirklich ganz zu Schluss. Der hat seine Zeit gestern gehabt. Nein, wir lassen Heatran ganz. Hab gerade gar keinen Bock mehr auf den. Dann haben wir den so lucky angefangen mit dem Fitz dabei und dann ver. Ist ja wieder typisch. So. Wie es aussieht, bekommt man von niemandem was. Außer wahrscheinlich von ihm bekommen wir die Angel. Nur 34. Ja, voll. Ja, voll. Hab vorhin gerade nachgeschaut. So, super Angel. Wenn schon, muss ich mich nicht mehr mit dem Text befassen. Das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Gelingt es dir allen? Ja, laber mich doch nicht zu. So richtig demotiviert. So. Wie gesagt, wir kacken jetzt auf Route 17, 18. Kacken wir komplett. Wir machen jetzt, so wie es aussieht, gehen wir als erstes Route 23. Ja, kennen wir von hier aus. Tessera. Oder zwar. Ich glaube, von der Siegestraße aus geht auch. Dann machen wir als erstes Torbut. Und dann Vesprit. Ah, wir können ja Pokébälle einkaufen. Und dann starten wir unsere unterirdische Reise. Oh Gott. Wie man auch macht, irgendwann kommt einfach der Emulator und speichert nicht ab. Okay, Flottbälle haben die noch genügend. Haben wir auch noch genügend. Zwar ist es ja nicht irgendwie, wo es dunkel ist. So, jetzt kommen wir zum absoluten besten Ball ever. Ja, komm, wir können übertreiben, komm. So, ich heile noch schnell hier. Ich glaube, wir haben eh nicht gekämpft. Bringt eigentlich gar nichts. Hier nimmt diese Tippmedaillen. Wir bekommen immer nur eine. So, jetzt aber speichere ich wirklich safe. Oh nein, das heißt morgen wieder. Ich habe mich doch schon gefreut, dass wir Itemradar fast nicht mehr einsetzen müssen. Oh, egal. Zum Glück sind wir zur Siegestraße geflogen. Dieser Ort haben wir ja auch zweimal schon bereist. Oder zweimal komplett machen müssen. Oh, dammit. Topschutz wieder nicht aktiviert.
Ja. Ich glaube hier. Hier sollte der kommen. Ja. Du spürst eine rätselhafte Aura. Willst du die Umgebung untersuchen? Quilik! Quik, sorry. Ich dachte, das eine I wäre ein L. Okay. Tobut. Quik. Okay. Let's go. Und wieder auf ein. Eigentlich ist es nicht so eine schlaue Wahl, Flammendrex immer als erstes zu schicken. Egal. Es ist Level 79. Ja. Spielt da keine große Rolle. Okay, Flottball bringt bei den Legis so gar nichts. Oh shit. Gewissheit. Ah, okay. Oh, das hat ihn perfekt in den roten Bereich gepusht. Geil. Okay. So, jetzt kommen wir zu dem Meister aller Meisterbällen. Wir haben null Bewegung. So schlecht. Okay, gehen wir wieder zu Symbolara. Es ist wieder Zeit. Nein, nicht für ein Duell. Es ist Zeit für Blitz. Das klingt auch übelst kacke. Los, setz Blitz ein, blende ihn. Okay, einmal. Es sieht immer wie ein Mittelfinger aus. Und denkt so nach und dann zeigt er mit. Ja, okay, jetzt hat man. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Wenn man sich darauf achtet, dann sieht man schon. Okay, nein. Sehr, oh mein Gott. Zum Glück habe ich das jetzt ein bisschen umgehen können, dass wir die Route nicht nochmal machen müssen. Also ja, müssen wir zwar schon noch. You want a beef? You want beef? Richtig am Eskalieren. Er macht einfach eine Attacke weg. Zerstört. Schlecht. Okay. Okay. Nochmal. Okay, schon mal einer mehr. Ah, keine Wirkung. Wie gesagt, irgendwas ist mit den Luxusbällen broken. Weil. Ah, Zuflucht. Ah, das war die Attacke. So ist das. Ja, und dann hier bewegt es null. Ja, wegen dem der Unterschied sieht man schon. Könnte auch einfach Illusion sein, dass wir einfach Glück haben mit dem Luxusball. Weil hier hat er sich ja auch nicht bewegt. Zehn Stunden später. Komm schon, Torboots. Wir haben schon selber dieses Angebot gemacht. Es hat ganz viel, viel Zeug, was du in der Freiheit nicht hast. Sehr engen Platz, zum Beispiel. Nein, es hätte ihn fast überzeugt. Nein! Mann, wir hätten ihn fast gehabt an der Angel. Ja. Und wie wäre es noch mit... Ja, okay. Ich konnte ihn eh nicht überzeugen. Wir geben dir noch ein Ticket in ein beliebiges Theater, keine Ahnung. Okay, jedes Angebot schlägt einfach fehl. Okay, komm, wir machen Just for Fun Nestball. Du gehörst ins Nest? Okay, damit. Schlecht.
Dass der sich schon einmal bewegt hat, hätte ich nicht erwartet. Es sieht langsam nicht gut aus für Torwut. Also ja, sieht schon die ganze Zeit nicht gut aus für ihn. Ich glaube, ich setze mal Trank bei Rabigato ein. So. Jetzt haben wir schon 10 Luxusbälle verbraucht. Es wäre auch ein paar Punkte, war es sehr knapp. So einmal mit dem Hyperball und einmal mit dem Luxusball. Ach komm. Ich verstehe irgendwie die Attacke Zuflucht nicht. Weil manchmal schlägt sie ja fehl. Aber manchmal kann er sie ausführen. Es muss irgendwie irgendwas Bestimmtes erfüllt werden, aber ich verstehe nicht was. Hat es irgendwas mit Ränkenschmied zu tun? Oder mit Wärter? Oh? Nein! Ach komm! How dare you? Dass das Torwut nicht schon längstens weggeflogen wäre. Es ist jetzt wirklich gemein. Immer dreimal bewegen und dann wieder aufgehen. Jetzt bleibt drin. Ja, oh mein Gott. Oh. Gerade übelst gut gepasst. Gut so. Ja, scheine deinem Kollegen auf der PC-Box so richtig teuflisch am Tun. Als Torwut flog, erlangten Menschen die Entschlossenheit. Es war die Geburt der Willenskraft. Yay. Gut, wir können diesen Ort verlassen. Auf zum Himmelsturm. Und danke, Justin, dass du das gesagt hast. Oh Mann, wenn ich jetzt einfach wieder auf die gleiche Wasserroute gegangen wäre. Es wäre wieder so Okay, ich bin falschen Ort hingeflogen. Es wäre einfach wieder so typisch gewesen. Aber wir sollten dann vielleicht noch heilen, bevor wir Vesprit angreifen. Wie auch immer der Sprite von dem Charakter noch angezeigt wird, obwohl wir wegfliegen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schafft es nicht schnell genug alles zu übermitteln. I don't know. Übelst der Grafikbug. So. Let's go. Das war zum Glück nicht eine weite Strecke. Man kann die Attacke Zuflucht erst einsetzen, wenn man davor die drei anderen Attacken eingesetzt hat. Und das immer und immer wieder. Das ist ja übelst dumm. Also die gleiche Attacke? Oder einfach irgendwelche Attacken? Ah, drei anderen Attacken eingesetzt hat. Ah, okay. Ah, da muss man... Ah, okay. Habe ich ein bisschen falsch verstanden. Sorry. Wenn man nicht lesen kann, wie bei mir. So richtig schlimm. Ich glaube, ich habe übelst viele Missverständnisse. Schon alleine, weil ich nicht richtig lese. Oder einfach immer den Text schnell durchlese. Tut mir leid, falls mal sowas passiert. Was ist denn mit Dreamer los? Ja, das war doch auch sogar hier das letzte Mal, als wir auch genau diesen Insider gebracht haben. Was ist denn mit Dreamer los? Ja, passt zu gut. Überall hat's Kerzen am Boden. Weg mit dir. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. So. Irgendetwas kommt dir hier komisch vor. Die Gegend untersuchen? Spree!
Okay. Last but not least. You get down. Spree! Wie ich einfach übelst das Pokémon so drohe. Tut mir leid. Aber ich hoffe wirklich, das geht jetzt schneller als das andere. Okay, komm. Bleib drin. Schade. Ah! Scham, es tut weh. Okay. Ah, Angriff wurde gesenkt. Also heißt, dass wir jetzt. Ah, vielleicht sollte ich speichern, bevor ich eine Attacke ausführe. Okay, wir setzen einmal Gewissheit ein. Okay, da können wir definitiv noch viel mehr. Das sieht gar nicht gut aus. Ja. was ist eigentlich. Wirklich, was ist mit Carsten los? Sieht man den eigentlich heutzutage irgendwo noch? Weil das war ja so eine Sendung. Irgendwie eine Zoo-Sendung. Weiß das jemand? Wow, es hat Imitator erlernt. Puh. Okay, ey, wenn jetzt Volltreffer kommt, bin ich wütend. Okay, gut. Jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. What? Genau diesen Satz, jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen, hat Google Assistent plötzlich zugehört und notiert. Und jetzt kommt mehr Coronavirus-Tests, da. Was? Was? Was ist das für ein Fail? Vor allem, es hat einfach mich komplett aus Twitch rausgenommen. Was? Okay, jetzt sehe ich den Chat wieder, tut mir leid. Hä? Was ist jetzt gerade mit meinem Handy los gewesen? Ich habe ganz normal geredet, nicht mal Hey Google oder so. Really? Okay, der war. Ich sage nichts mehr. Ah, nicht besiegen, nicht besiegen. Ganz fataler Fehler. Wie gesagt, wir haben ihn da, wo wir ihn haben wollen. Okay. Oder sie, oder es, I don't know. So lost. Eigentlich, wenn man so überlegt, hört das Handy immer mit. Immer. Immer. Wirklich immer. Also man hat irgendwie beim Mikrofon Probleme, dann sicher natürlich nicht. Das hatte ich mal, aber anrufen ist dann nicht nice. Weil der Gegenüber, der immer anruft, der hört dich halt nicht. Egal was man. Ist nervig. Okay. Simbolara. Okay, let's go. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay. Ja, viermal. Wir setzen, falls Simvolara dann down geht, fünfmal. So, noch das letzte. Ja, setzen wir wieder Rabigator ein. So. Ist Charme auch so eine Attacke? Oder warum? Ich dachte, es hätte jetzt irgendwas mit dem Geschlecht zu tun oder so. Also, es ist wahrscheinlich Anziehen, was ich. Ja, nice! Nice! Hä? Warum geht. Ah, egal. Ich frage mich nicht. Ich bin einfach froh, dass Vesprit jetzt so schnell angefangen worden ist. Oh man. Als Vesprit flog, lernten Menschen Glück und Trauer des Lebens kennen. Die Geburtegefühle. Wegen ihm haben wir die Kackgefühle bekommen. Ja, okay, Kack ist auch nicht. Ein zweischneidiges Schwert. So, gut, wir haben alles. Jetzt gehen wir wieder nach Panaero City zurück. Ja, ich glaube, Panaero City ist wahrscheinlich die bessere Wahl.
wenn wir zum Wendelberg von der linken Seite aus, ja, anfangen. Weil ich glaube, gegen Ende geht es ja mehr in den Krater von dem Berg. Und von dort aus kann man dann, glaube ich, zurücklaufen. Ah, damit. Ah, vielleicht noch speichern. Jetzt bin ich absolut paranoid, wenn es darum geht. Also diese Edition hat mich wirklich geprägt, was es angeht mit Speichern. Man wünscht sich einfach nicht nochmal den genau gleichen Ablauf nochmal zu spielen. Ist ja wie ein Abenteuer nochmal ansehen. So. Es war sogar irgendwie gerade gut. Oh, okay, der war scheiße. Bisengo. Oh nein, es ist Level 32. Wenn wir jetzt nicht entkommen wären. Vor allem Eugen ist jetzt nicht mehr dort. Glückwunsch. Danke. Vor allem, es ist jetzt viel. Also, obwohl es jetzt bei Torbutz ein bisschen gezogen hat, waren sie immer noch einfacher als diese drei Pokémon, bei dem der eine Zuschauer gesagt hat: Yo, die sind ja übelst einfach. Also, die waren jetzt einfach. Und Zekrom und Kyurem waren einfach. Aber die drei Justice World Pokémon, die waren heavy. Vor allem Viridium. Oh mein Gott, vor allem Viridium. Oh Gott. Oh, Dreema. Ja. Ich verstehe. Du durchstreichst also die Lande und stehst dich auf diese Weise. Hallo? Schon klar. Dir stehen eben noch allerlei Kämpfe bevor, nicht wahr? Doch einen Pokémon-Kampf tritt man nicht nur als Trainer an. Es geht auch darum, wie man als Mensch leben will. So manchen Kampf verliert man zwar, doch Hauptsache, man bleibt sich treu. Und man hat auf jeden Fall gewonnen, wenn man es schafft, sich selbst immer wieder zu übertreffen. Nun denn, erwarte dich in der Pokémon-Liga. Hi Eugen. So. Jetzt setzen wir Schutz ein. Ah. Schau ich einmal weg. So. Also, wir haben gestern irgendwas gelesen, dass man hier Fossilien bekommt. Aber das hatte ich nicht mehr ganz so genau in Erinnerung, wo man das genau bekommt. Ah. Das muss natürlich auch wieder angeschaltet sein. So, vielleicht haben wir Glück und hier bekommt man Erdbeben. Ich weiß gar nicht, was man letztes Mal hier alles bekommen hat. Im Winter ist der ganze Wendelberg mit Schnee bedeckt und alles ist strahlend weiß. Ja. Wir haben leider gerade das Gegenteil vom Winter. Also ja, leider. Ich bin eben mehr der Frühlings-Sommer-Typ als Winter-Herbst. Als ob geht da direkt neben uns vorbei. Unser Job ist Tag für Tag echte Knochenarbeit und unsere Angriffe sind markerschütternd. Musste ich noch schnell deuten, was es denn genau bedeutet. Dem Lesen-Skills wieder. Einfach wirklich damn. Damn good. Ja, wir machen einen Armstoß, komm. Glück gehabt, dass es dreimal war. Jetzt wieder Kiesling. Georock. Ich habe gar nicht geschaut, welches Level. Ah, Level 60. Oh nein! Nochmal. Go. Stalover. Da können wir ja auch Flammenwurf einsetzen. Dann ist definitiv ein One-Shot. So. 2400. Nice.
Können wir wieder ausgeben für neue Luxusbälle? Also ich bin positiv überrascht von diesen, ja, Ballsorten. Okay, hier ist ein Veteran plötzlich. Na schön, jetzt zeige ich dir die Früchte meines täglichen Trainings. Ja. Oh nein! Verflucht seist du, Perry, das Schnabeltier. So gerade eben erstmal das Pokémon Schwert und Schild DLC bezahlt. Mein Lieblings-Pokémon Cherox kommt dazu. Nice, nice. Stimmt, muss ich mir auch eigentlich noch gönnen, bevor das dann schon draußen ist und es komplett verpasse. Ist ja weniger als 2 Wochen, ist ja schon draußen. Das ist übelst geil. Bisschen sehr stressig. Ja, okay, 2 Wochen ist ja eigentlich eine gute Zeit, die man machen kann. Aber es kam so aus dem Nichts. Plötzlich die Ankündigung. Immer auf Flamirex. Ja? Was? X-Bot ist nicht down gegangen? Ach komm. Ja, nice. Okay, einer ist down. Sehr gut. Also, X-Bot. Oh nein. Puh. Puh. Holy moly. Wir machen. Wir können jetzt Flammenwurf einsetzen. Aber wir können auch Flammenwirex heilen. Ich glaube, wir heilen schnell. Heilen ist besser. So. Nein, und dann mache ich zweimal B. Oh. Ja, heil ihn, hallo. Man hört einfach, wie ich tausendmal spamme die Tasten. In 11 Tagen beginnt der erste Teil, aber ich bin mega gehypt auf den zweiten Teil. Hast du das mit dem neuen Regis mitbekommen? Ich feiere die beiden mega. Ja, voll. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch mehrere. Es ist ja immer noch in der Produktion. Ja, ich bin so semi-gehypt. Also, ich finde es ein bisschen. Das, was ich ein bisschen so ein Kontra finde auf der Kontraliste ist. Sie nehmen als erstes alle Pokémon weg. Und dann machen sie DLCs mit den alten Pokémon. Es hat so einen faden Beigeschmack, den ich nicht so, ja, feier, keine Ahnung. Aber so, ich bin auch gespannt auf die Landschaft. Vor allem auf das, wieso die Region ist. Ich finde auch nice, dass sie Violet richtige Größe gemacht haben, dass es ein bisschen authentischer rüberkommt. Aber es dann auch wieder völlig ins Detail gehen und ja, übelst klein kariert. Ich feiere Regi Draco mega. Ja, ich finde von den zweiten. Also, ich finde, also, wenn ich von allen sagen würde, finde ich Regi Steel und Regi Eis immer noch die geilsten. Und die würden ganz am Schluss kommen. Ich finde sie nicht so geil, ganz ehrlich. Also, Typ ist nice, Elektro und Drache, aber sie hätten auch Regi Wasser machen können oder aus Feuer. Ah, okay, das war schlau. Ja, wir können Voltole einsetzen. Vielleicht hilft das gegen Karipas. Ja, okay, sollte. Nur Boden ist ja, das irgendwie nicht wirken sollte. Ja. Bringt eh nichts. Bei Flambirex können wir nicht viel machen. Ja, Ladungsschuss. Ernsthaft? Ja, okay, dann machen wir Voltwechsel. Nein! Ja, okay, ich habe eh auf die gegnerische Seite. Ah, gut, er ist down.
Zu viel Brain-Aktivität für gar nichts. So schlecht. Okay. Gehen zurück. Oh. Bitte Veteranin. Wer auf dem Wendeberg die Nummer 1 in Sachen Taktik ist? Na, ich natürlich. Ich wollte schon sagen, jetzt kommt dann Reihe um Kampf. Okay. So. Ah, wir sollten vielleicht unsere Pokémon dann wieder heilen. Voltula? Gut. Ich muss jedes Mal bei Piondragi überlegen, was er nochmal ist. Gift und Licht, oder? Gift und Licht. Ja, GG, ja, machen wir Flammenwurf, egal. Ich glaube Gift und Licht. Also sollte man eigentlich Bodenattacken. Aber Kampf nützt ja dann auch nichts, weil ja Gift hat. Okay, spielt keine Rolle. Vironia? Oh. Ah, ja, okay, jetzt sehe ich den Unterschied auch noch bei den Pokémon. Azumarill war gestern viel stärker. Oh no! Ja, ich setze jetzt mal Azumarill ein. Ich finde Rihornior übelst geiles Pokémon. Ich habe eben, ich glaube, auch schon erwähnt, Rizeros fand ich eh schon früher geil. So als Pokémon. Und dann, als bei Diamant und Perl so. Also, stimmt nicht. Bei Platin sind erst Rihornior, Galagla, die halt alle so von den früheren Gens neue Entwicklungsstufen sind erst bei Platin, glaube ich, dazugekommen. Oder die meisten. Und da war Rihornior dabei. Übelst nice. Wenn man eh schon Rizeros gerne gehabt hat und dann noch so ein Pokémon dazu bekommt. Eben, das soll es heutzutage geben. Was wir sehen, sind immer verschiedene Formen und alles, anstelle mal Evolutionsketten weiterführen. Dummiesel. Dummiesel ist unwichtig as fuck. Es tut mir leid, wenn ich es so sage, aber niemand benutzt es. Ja, okay, wahrscheinlich mehr als Grillmack. Niemand benutzt Grillmack. Es tut mir so leid für ihn. Dass man anstelle diese Pokémon immer so auf der Ersatzbank liegen lässt. Anstelle, dass man ihnen hilft und neue Evolutionsketten macht. Oder, ja, Phasen. Dann wäre es viel besser. Galaform, Flunschlick. Alolaform, Owei. Gibt es gar nicht. Kokowei. Ich hätte es übelst gefeiert, eben schon bei Sonne und Mond. Dass Kokowei eine Entwicklung bekommen würde. Aber nein, es bekommt einfach so eine zweite, ja, Gift und Licht, okay, ja, es verwehrt mich jedes Mal wegen Pions Cora, weil am Anfang hat er, glaube ich, Pions Cora ist nur Giftkäfer und dann geht irgendein Typ weg, ja, Käfertyp geht natürlich weg und wird dann zu Unlicht, hätte ich jetzt gesagt, könnte ich aber nicht direkt sagen. Wandte dich, Wendelberg, singen heitert mich auf. Okay. Next. Wofür ich Löcher grabe, willst du wissen? Ja, frag dich doch mal selbst, wofür du eigentlich kämpfst. Ich frage gar nicht nach. Okay. Unlichtattacken. Ist er ein Geist-Pokémon? Oh. Holy moly, was war denn das für ein Bug? Aber heute läuft es viel weniger flüssig. Keine Ahnung, was irgendwie anders ist. Jedes Mal, wenn ich das Mammut sehe, kommt mir dieses Video in den, in den Sinn, welches Harmon einmal geschickt hat. Das mit dem German Accent Mammut.
You get down, man! Das ist einfach. Es kommt so unerwartet. Vor allem diese. Warum wählt man genau diese Stimme für dieses Mammut? Das ist eigentlich ein bisschen strange. Okay. Der Wendeberg ändert sich durch den Wandel der Jahreszeiten. Ich ändere mich durch Kämpfe. Wie sie uns wirklich auch immer wieder die gleichen Infos sagen. Okay, Kleinstein. Ist mal ein anderes Pokémon. Zwar, wir kennen es von früher halt auswendig. Wir haben es schon tausendmal gesehen. Ey, was ist heute los? Jetzt hatte ich doch immer Probleme. Oh, was? Oh mein Gott. Oh shit. Ein einziges Karpel habe ich noch ausgehalten. Oder Flambirex. Holy. Okay, wir machen Flammenwurf. Vielleicht können wir ihn gerade one-shotten. Er ist sogar. Er hat nicht mal Robustheit. Gut. Puh, das war Glück. Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen heilen. Ich bin so froh, eigentlich, dass wir wirklich eine Planänderung gemacht haben. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich lang salty gewesen, wenn wir das Ganze nochmal machen mussten. Wir haben es gestern gerade gemacht, heute nochmal. So. Irgendwie hat es auch keine versteckten Items. Okay, Finsterschalt. Da haben wir. Ah, okay, das Gelbstück. Wow. Ein Bauarbeiter? Hey, junger Trainer, wie wär's mit deinem Kampf? Das wärmt auf. Ist wahrscheinlich hier ein bisschen kalt unten. Hier gibt es auch einen speziellen Raum. Aber mit dem können wir eigentlich noch gar nicht viel anfangen. Ich werde eben, ich muss mir ein paar Pokémon, es klingt immer hart, aber es ist wirklich ein bisschen ercheaten. Boreas, Voltolos oder Boreos. Boreos, glaube ich. Ich kann mir einfach die Namen von diesen drei Legendären nicht merken. Okay, Voltolos gilt manchmal. Dementoros, keine Ahnung. Dementoros, irgendwas so. Ist noch the last von diesen dreien. Und ich schaue, dass wir die zwei bekommen. Dass wir zu diesem Schrein gehen können und Demeteros. Ich sage jetzt einfach diesen Namen. Dass wir den auch noch einfangen können. Weil den haben wir bei der letzten Edition geskippt. Weil ich ja gesagt habe, ja, wir werden den ja eh nochmal einfangen. Also wegen dem. Und jetzt ist ja die Situation. Also sollte ich es auch machen. Wegen dem muss ich ein paar Pokémon ercheaten. Das werde ich dann irgendwie schnell offscreen machen. Schnell, wenn ich Zeit habe. Da muss ich, je nachdem, ja, ich sage jetzt noch nicht viel, noch ein anderes Pokémon. Ich kämpfe aus Liebe zu meinem Pokémon-Team. Okay. Das Pokémon wird eh gleich angesprochen. Weil wir kommen ja zu diesem Raum. So, jetzt erstmal eine Pizza in den Ofen geschoben. Nice. Nice. Ja, das ist eh das Beste. Schnell. Ofen anmachen, Pizza rein, warten. Dann, oh. Pizza ist eh das Geilste, was auf dieser Welt gibt. Jedenfalls guten Appetit dann. Du liebst dein Pokémon-Team und ich liebe meines. Sie hat auch nicht so extrem originellen Text. Ich zeige meinem Pokémon-Team Liebe, indem ich es oft teile. Alright. Ja. Schnell weg. Okay, jetzt noch ein Item. Lichtkanone. Oh mein Gott. Die strongste Attacke ever. Die ist ja schlimmer als Urteilskraft. Wir wissen ja alle, von welchem Pokémon Urteilskraft kommt. Genau, von Dodugyun. Genau, von diesen. Oh, Steinknochen. Geil.
Radiguyun! Was, ihr kennt kein Dodugyun-Pokémon? Danke, nur das Warten ist mies, ja. Ja, das ist wirklich so. Bei mir ist es immer so, ich warte immer vor den Ofen. Ich schaue die Pizza an und warte, bis sie ready ist. Jetzt richtig psychopathisch, wenn ich überlege. Oh Mann, wenn man so erklärt, klingt es wirklich psychopathisch. Aber ich warte einfach immer darauf, ich habe immer so Hunger. Vor allem, wenn es um Pizza geht, habe ich immer übelst Kohldampf. Manchmal hilft es beim Reihumkampf auch, seine Pokémon nicht zu drehen. Oh Mann. Von Gott himself, ja. Oh Mann, immer diese Reihumkämpfe. Oh nein. Nein. Oh Mann. Es hat wirklich jetzt Wutanfall eingesetzt, will ich? Warte, das heißt, er kann nicht mehr umwechseln, oder? Wir machen schnell einen Speicherpunkt. Okay. Ja, gut so. Nochmal. Das war ein Fünfer. Yo. Nice! Eigentlich sollten wir Voltola einwechseln. Egal. Wir machen jetzt einfach Walzer. Und weg ist Plump. Nö. Hä? Warte kurz. Ich weiß, dass es Flug ist, aber... Es ist sehr effektiv. Ich dachte, Wasser würde es auspendeln. Also, dass es nicht effektiv ist. How in the world? What? Alright. Okay. Los! Ja, das ist unser Ass im Ärmel. So, Aeroopterix. Oh nein. Das war so verdient, weil ich gesagt habe, das ist jetzt unser Ass im Ärmel. Verdammt. Ich schiebe die meistens in den Ofen, setze mich davor und rauche mir eins oder zwei. Erfolg. Erfolg. Passt gerade in der Zeit. Dodugyun. Amperuburu. Ey, wenn man überlegt, ich glaube, Hamon, du bist jetzt auch schon sicher 9 Monate schon hier auf dem Kanal dabei, was wir jetzt alles schon für Insider jetzt schon entwickelt haben. Irgendwann kann man die Videos alle wieder anschauen. So, stimmt, ja, dieser Insider kam ja von da. Genau, ja, ist süß krank. Wie manchmal so einfach etwas aus Joke entsteht und dann hört man es jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Oh Mann. So wie das Why starts crying oder starts fighting oder irgendwas so. Oh nein, okay. You. Oha, das Spiel entscheidet also für uns. Aha. Das war unser letztes Pokémon. So, mach ihn fertig. Unser schwächstes Pokémon hat den Kampf entschieden. Genauso muss man es machen. So, ich glaube, Delegator, wow. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir nochmal schnell zurückrennen würden. Ist nicht vorhin auch hier genau an der gleichen Stelle Schutz ausgegangen? So.
Ich freue mich gerade übelst auf Borderlands, weil wir gestern so übelst eine Hürde abgeschlossen haben. Also wir haben ja gegen Ende haben wir noch so einen Boss erledigt und dann haben wir ein neues Kapitel begonnen. Und auf das bin ich jetzt übelst gespannt. Schön, dass ich auf meinem Kontrollgang auch mal einen starken Trainer wie dir begegne. Los geht's, Symbolara. Er hat nur Symbolara, okay. Symbolara ist eigentlich wirklich unser größter oder Flambirex größter Erzfeind, wenn es darum geht, ihm wirklich Schaden zuzufügen. Außer es ist dusselig und setzt Kosmikkraft ein. Warum auch immer. So, nochmal. Lassen wir es mit Erzfeind. Das habt ihr nicht von mir gehört. Ampuru-puru. Ja, okay. Es wird einfach wirklich von Mal zu Mal schlimmer. Ich gebe es auf. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Aber ich muss wahrscheinlich wieder mal das Video hören, dass, dass ich das mal verinnerlicht hätte. Ja, okay, die Frage ist, will ich das verinnerlichen? Wir sind ringsum von Gestein umgeben. Das lässt mein Herz höher schlagen. Ja, jeder wie er für sich selber mag. Gravita. Wir haben ja gestern Despotar schon mit Armstoß alleine zerstört. Dann wird Lafitta das gleiche Schicksal erleiden. Tut mir leid. Pupita? Kommt jetzt Pupita? Okay, Voluminas. Oh, immer diese Nase hier. Ich finde aber, Voluminas stammt ja von den Osterinseln. Statuen. Also beide, Naskneth und Voluminas, sind je Statuen, die man bei den Osterninseln findet. Und das finde ich übelst nice, dass sie so Verbindung haben, so noch mit Kultur von uns. Die Kombination aus meiner brandheißen Taktiken und meinem coolen Eis-Pokémon ist einfach unschlagbar. Wird das ein Doppelkampf oder? Ah nein, okay. Ich dachte schon. Okay, Dreamer, du hast Kopfschmerzen. Ja, also wegen Unberry-Buru. Ja, ich glaube. Anders kann man es auch nicht erklären, oder? So out of nowhere. Hat er nicht gerade brandheißen Attacken gesagt? Siberio ist aber nicht brandheiß. Und 4-0 Tor auch nicht. Well? Okay, Voltola Level 70. Geil. Was haben wir gestern gemacht? Wir haben den Epitalia gewechselt, sobald es 70 war. Ja, und haben es Azumarill gegeben. Ich tausche jetzt mal so. Ja, es sollte schon gut sein. Und dann speichern wir mal richtig, weil ich habe keinen Bock. Nochmal den ganzen Wendelberg nochmal zu machen. Oh nein, jetzt habe ich es abgewählt. Ah! Man! Ich drücke tausendmal drauf, es reagiert nicht und dann drücke ich schon weiter. Es macht wieder das gleiche Menü auf. Okay. Markieren, so. Ich wollte nur einfach was Simples machen, nur speichern. Meine Kompetenz lässt es einfach nicht zu. Inkompetenz, sorry. Da ist unser verloren gegangener Finsterball. Und Steinknochen. Das war jetzt eher Luck. Weil wir haben ja Itemradar gar nicht angeschaltet. Okay, noch ein Trainer. Kein Trainer. Okay, wir sind unten. Für Mülleimer ist was versteckt. Top Genesung. Okay, gehen wir mal zu dem Raum da unten. Hier ist immer noch niemand. Ich weiß gar nicht, ob hier. Ah, vielleicht wird das erst gefüllt, wenn es mit Schnee bedeckt. Ah. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dann überhaupt noch gibt, wenn hier dann Schnee gefallen ist. Oder das nicht ganz verschluckt ist worden. Also in der ganzen Schneemasse.
Was mit dem? Suche dort, wo nichts zu sein scheint, und du wirst Unerwartetes finden. Hier, das ist für dich. Ich habe vorhin schon ein Fossil gefunden. Morgen finde ich bestimmt noch ein Fossil. Komm ruhig wieder vorbei, wenn du willst. Da musste man hier farmen gehen, oh mein Gott. Ich dachte, man würde es einfach so irgendwo bekommen. Okay. Das kennt man ja noch. Und hier ist jetzt der Turner-Pfad. Genau. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen. Oh. Oh. Doppel-O. Geil. Noch Steinkante. Endlich eine gute Steinattacke. Ich hoffe, Flambirex kann Steinkante erlernen. Weil dann sind wir endlich walzerlos. Okay, ich würde sagen, wir machen schnell hier das Rätsel. Falls wir das nächste Mal hier hinkommen, sind wir ja schnell unterwegs dementsprechend. Was denkt ihr, welches, also für die, die es jetzt nicht wissen, was denkt ihr, welches Pokémon ist hier? Der Wendlerberg. Egal, das ist so richtig. Ja, ich schwöre. Oh, ich habe übrigens Chat wieder verpasst. Thaddäus Großvater, Voluminas hieß er, glaube ich. Ja voll, die Steintafeln sind Thaddäus. Ein Hauch von Tüll gehört eher an den Müll. Ja, sorry, okay, der war nicht. Das mit Umberi. Amperiburu. Ja, das auch, aber ich meine auch in Fronsch. Von dort. Lol. Da sagt er einen Satz, irgendwas mit: Ich habe Kopfschmerzen. Ja, ja, die Sätze manchmal dort sind. Die Synchronsprecher nehmen das übelst ernst. Von, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einer von dem Team, das du gewählt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Person ist, die du Wodka genannt hast oder Dreamer. Einer hat so eine übelst extrem starke Voice, wo alles so übelst extrem betonen muss. Und ja, Justin, du hast recht. Der ist tricky. So. Gut, aber jetzt ist gut. Da steht er ja auch schon. Hä? Warum steht hier dann die gleiche Statue wie bei Sinnoh? Kann es sein, dass es seltene Pokémon zweimal gibt? Eine Pokémon-Statue, von der eine gewaltige Kraft ausgeht. Ja. Und das schreit nach den anderen Golem-Pokémon. Und die gibt es natürlich hier auch. Und da kommen wir jetzt dann gleich hin. Jima hat die in den Stein gemeißelte Inschrift gelesen. Ein Körper aus Eis. Eins der Fragmente, um den König zu rufen. Dreamer hat die in den Stein gemeißelte Inschrift gelesen. Ein Körper aus Gestein. Eins der Fragmente, um den König zu rufen. Ja, okay. Ein Körper aus Stahl. Eins der Fragmente, um den König zu rufen. So. Ja, er schläft natürlich. Und das gab es ja bei der ersten Edition auch nicht. Also ja. Wenn ich von der ersten Edition rede, rede ich eigentlich von Schwarz-Weiß 1. Ja, jetzt sind wir bei Turners Pfad. Beziehungsweise. Wir machen Turner Pfad morgen. Wir sind ja. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut. Wir haben schon 4 Uhr. Oh mein Gott. Wir machen jetzt einfach noch den Wendelberg fertig. Der reicht ja noch von der Zeit her. Und dann würde ich mal schnell Pause machen gehen. Und dann geht's weiter mit Borderlands 2. Werden wir wieder ein bisschen mit Claptrap um die Häuser ziehen. Oh! Boah, ich habe Black and White 2 in- und ausgespielt. Ich kenne alles. Ja, glaube ich dir. Also, so wie du auch gute Tipps vergeben kannst, können ja eigentlich meistens auch die Leute, die wirklich Bescheid wissen. Ich kenne es. Ich habe auch ein paar Spiele, wo man so übelst gerne richtig viel helfen kann. Sobald das man irgendwo einen Streamer sieht,
gleich alle Infos raus. Ich bin genauso. Das ist immer das Geilste, wenn man ein Spiel übelst feiert und halt dann auch noch jemand sieht, der das genau gerade spielt oder auch genau so gut findet. Wunderschönen guten Tag, ich bin ein Schwermetall-Maniac. Was ist mit dir? Magst du Baufahrzeuge? Ja? Oh, ich wusste es, Baufahrzeuge sind super, stimmt's? Das kommt zwar jetzt etwas plötzlich, aber hier ist ein kleines Quiz für dich. Es sind insgesamt 5 Fragen. Wenn du alle richtig beantwortest, bekommst du einen Preis. Hier kommt das Baufahrzeuge-Quiz, oder kurz das BFQ. Nun zur Frage, welcher Ort ist berühmt für seine in die Jahre gekommenen verrosteten Kräne? Ich dachte Maria, sorry. Vampiltro. Ja, genau. Ist nicht umsonst mein Lieblingsspiel. Ja, ja. Ausgezeichnet. Volle Punktzahl. Du hast es echt drauf. Hä? Klasse, zukünftiger Schwermetall-Maniac. Wenn du morgen wiederkommst, gibt es das nächste Quiz. Stell dich der Herausforderung. Hä? Was hat denn das für einen Sinn? Ey, willst du bei einem Quiz mitzumachen? Ja. Okay, komm morgen wieder. Ich gebe dir die nächste Frage morgen. Ja. Ja. Sie wollen halt einfach, dass die Spieler so lange wie möglich ihr Spiel spielen. Man merkt es einfach. Home Sweet Home. Okay, das ist eigentlich gar nicht Home. Doch, eigentlich für Zekrom ist es Home. So. Dann starten wir auch morgen von hier aus. Gehen dann durch den ganzen Tunnelpfad. Dann alter Fluchtweg. Gehen noch durch die Kanalisation. Sind wahrscheinlich dann gezwungen, dort durchzugehen. Und dann machen wir noch die letzte Wasserroute. Oh, die Route nervt mich einfach. Ich werde sie nie los. Sicher auch morgen. Auch morgen, wenn ich wieder sage, endlich haben wir die Route hinter uns. Die werden wir jetzt nie mehr machen. Sicher am nächsten Tag habe ich es wieder verkackt. Muss dann noch... Egal. Jetzt haben wir aber wirklich gespeichert. So, Leute. Vielen Dank für alle, die dann später nicht dabei werden. Okay, dabei sein werden. Bedanke ich mich jetzt schon mal. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche allen schönen Tag noch, schönen restlichen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wenn ihr das Video anschaut. Ich wäre jeden Tag um 2 Uhr nachmittags wäre ich hier live. Frühestens, wie immer. Immer frühestens. Es zieht sich immer, ja, je nachdem. Ist es mal früher? Ja, okay, früher ist eher selten, wirklich sehr, sehr selten. Maximal eine Stunde Verspätung, also spätestens um 3 Uhr wäre ich hier live. Das mit Sicherheit. So, bin raus, bis die Tage und schönen Tag noch. Ey, danke Justin, dass du da gewesen bist und wünsche dir auch einen schönen Tag. Bye bye, man sieht sich. So, und falls es eben Verspätung gibt, oder komplette Ausfälle würde ich bei Instagram posten. Ja. Gut. Aber es ist für heute ja noch nicht fertig. Wir spielen ja gleich Borderlands weiter. Aber ich gehe jetzt schnell in die Pause. So. Leute. Bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, es dauert auch nicht. Wie letztes Mal. Letztes Mal hat es ja länger gedauert als eine Stunde. Von der Pause her. Ich habe nicht extrem Hunger, aber ich glaube, es ist gut, wenn man ein bisschen so Verpflegung zwischendurch einnimmt. Jo, bis gleich, geh spazieren dann so lange. Ah ja, okay. Gute Idee. Also, Hermann, viel Spaß beim Spazieren und bis gleich dann. Hä? Ey. Man sieht sich. Und buru. Ah.
Es ist einfach nur schlecht.